Es wird wieder gelacht beim Halleschen FC. Und daran hat er einen großen Anteil. Halles neuer Stürmer Frankie Sembolo. Der Kongolese brachte den HFC gestern endgültig auf die Siegerstraße und hat durch seine Art das Team wieder zum Leben erweckt. Erstmal, unser Spaß ist diese. Wenn ich in die Kabine komme, ich habe immer Lachen. Also das tut schön gut. Frankie Sembolo, er war gestern Abend aber nicht der einzige Hauptdarsteller. Alle 11 Hallenser überzeugten. Auch der zweite Neuzugang, Tim Kruse, fügte sich perfekt ins Team. Der Ex-Saarbrückener spielte als Sechser eine klasse Partie. Extrem zweikampfstark. Immer zu einem feinen Pass in der Lage. Und dazu noch sehr bescheiden. Welche Note würden Sie sich heute selbst geben? Welche Schulnote? Ach Gott, das ist egal, das können andere machen. Also ich glaube, man kann der ganzen Mannschaft eine sehr gute Note geben und das ist die Hauptsache. HFC-Trainer Sven Köhler setzte zu Beginn auf gleich 5 Offensivkräfte. Ein Schachzug, der sich bereits nach 8 Minuten hätte auszahlen können. Tim Kruse leitete den ersten vielversprechenden Angriff ein. Doch Toni Schmidt, der die rechte Außenbahn unermüdlich beackerte, in dieser Szene einfach zu unentschlossen. Kriegt den Pass, glaube ich, von Andy Gogia quer gespielt. Mein erster Gedanke war, den dann mit rechts zu schießen nach der Annahme. Aber ja, es war instinktiv, habe ich mir nochmal auf links gelegt und wollten dann lange Ecke. Aber der Torwart natürlich gesehen. Der HFC hatte in seinen 4 Vorbereitungsspielen 12-mal getroffen. Und auch gestern wollte das Team daran anknüpfen. Vor allem Sembolo holte sich oft hinten die Bälle, um sich dann als Auftraggeber für die nächste Chance in Szene zu setzen. Alles passte. Nur am Abschluss haperte es noch. Wiesbaden brauchte knapp 20 Minuten, um richtig auf Touren zu kommen. Aber dann waren die Hessen gedanklich voll auf dem Platz. Zunächst verzog Alf Minzel nach einer Hereingabe von Altschwede nur knapp. Der HFC wollte sich aber nicht beeindrucken lassen. Vergaß bei aller Offensivlust, aber dass auch Verteidigen zu ihrem Job gehört. Erneut konnte Wehen auf der rechten Seite durchbrechen, doch nicht vollenden. Als wiederum nur eine Minute später Wiesbaden erneut gefährlich vor Pierre Kleinheider auftauchte, wurde auch Sven Köhler richtig mulmig. Wenn du dort das 0-1 kriegst, und das ist uns oft genug schon passiert, dann weiß man ja nicht, wie die Mannschaft reagiert. Gott sei Dank, sagen wir mal, haben die Wehner diese gute Chance von Minzel nicht genutzt. Und dann haben wir, sagen wir mal, nach einer kurzen Phase, die dann ja so ist, und ich denke, muss man der Mannschaft auch zugestehen, dann wieder zu unserem Spiel zurückgefunden. Und das kannte beim HFC meist nur eine Richtung, nach vorn. Wieder ein schön vorgetragener Angriff, nur der Abschluss blieb eine Qual. Der HFC stand im Mittelfeld kompakt, stellte immer wieder klug die Passwege zu und spielte es dann ruhig und großartig von hinten heraus. Frankie Sembolo mit freier Bahn, freier Auswahl und dann das. Ich muss einfach den Ball rüberbringen bei Schmidt. Aber ja, war auch Pech dazu. Aber ich habe das auf meine Kappe genommen. Am liebsten würde ich in dem Moment mir selber und allen anderen den Kopf abreißen, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann. Aber man muss geduldig sein, muss weiterspielen. Und dann kommen die Chancen, die kamen bei uns und dann kamen auch die Tore. Während Wiesbaden schon mit den Gedanken in der Pause war, sahen die HFC-Fans die nächste Angriffswelle ihres Teams anrollen. Gogia mit perfekter Ballbehandlung, Kruse mit vorzüglicher Vorlage. Und jetzt bitte anschnallen. Björn Ziegenbein mit der Führung. Was für ein Wahnsinnstreffer. Der Ball kam, ich wollte den Ball haben. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, probier's. Entweder Titelblatt oder Tribüne. Es ist mir gelungen, ins Titelblatt, glaube ich. Ausgerechnet Björn Ziegenbein, der Langzeitverletzte, mit seinem ersten Saisontor. Das Lächeln, es kehrte so langsam wieder zurück beim Halleschen FC. Und das kurz vor der Halbzeit.
Sven Köhler hatte in der Pause seine Männer noch einmal eingeschworen. Bloß nicht nachlassen, das Motto für die zweiten 45 Minuten. Und der HFC ging den Wiesbadenern weiter gehörig auf die Nerven. Oft half den Hessen nur ein Foul, wie hier Jennecke an Ziegenbein. Der anschließende Freistoß. Es war die Chance zur Vorentscheidung. Akaki Govia schnappte sich die Kugel. Und viel besser kann man das nicht machen. Ein Kunstschuss, der überall drin wäre, ob in der dritten oder ersten Liga. Der HFC hätte sich in der Folge auf dem 2-Tore-Vorsprung ausruhen können. Doch die Hallenser spielten weiter offensiv, auch weil Wiesbaden sie dazu einlud. Diesmal Ziegenbein mit der Spieleröffnung. Nur Timo Furuholm fehlte es an diesem Abend einfach am Glück. Ja, wir sind spielerisch stärker geworden, jetzt auch gerade noch mit Tim und mit Frankie. Es sind zwei gute Leute dazugekommen. Wir haben im Mittelfeld einfach heute den Ball laufen lassen, waren hinten sehr sicher gestanden. Die Kommandos waren klar und das haben wir einfach komplett umgesetzt. Dem HFC kam aber auch zugute, dass Wiesbaden nichts mehr auf die Reihe brachte. Die Mannschaft von Marc Kienle stellte ab der 70. Minute den Betrieb fast vollständig ein. Halle konnte nach Belieben kombinieren und Neuzugang Tim Kruse durchaus mit Torgefahr. Der HFC fortan mit gefühlten 70% Ballbesitz und reichlich Platz. Tim Kruse wieder mit einer wunderbaren Vorarbeit und auch Timo Furuholm blühte als Ballverteiler auf. Der Rest war eine gute Laune-Show von Frankie Sembolo. Das war ein bisschen Tanzen dabei, Enttäuschung, dann lange Ärger. Einfach ist das. Was Wiesbadens Verteidiger als Schwede hier machte, hatte mit seriöser Abwehrarbeit längst nichts mehr zu tun. Die HFC-Party, sie war nun voll im Gange. Nur einer warnte vor zu viel Euphorie. Wir haben zumindest am ersten Spieltag für den ersten Moment eine gute Reaktion gezeigt und nachgewiesen, dass die Mannschaft lebt, dass sie bereit ist, für diesen Klassenerhalt auch alles zu investieren. Jetzt haben wir in Vorbereitung mit dem Trainer viel daran gearbeitet. Und wenn wir weiter so spielen, werden wir alle schlagen. Die HFC-Fans bejubelten am Ende einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Und die neue Maßeinheit für gute Laune, Frankie Sembolo.